Hallo, liebe Going Medieval-Freunde. Hier sind wir wieder zurück bei Going Medieval. So, wir schauen heute mal wieder, was unsere Freunde hier im mittelalterlichen Aufbauspiel zu treiben. Wie es Odrik geht und den anderen. Und was unser kleines Sumpftown so macht und wie es sich entwickelt. Wir natürlich auch mal wieder weiterspielen. Neue Inhalte gibt es jetzt so leider nicht von den Entwicklern, aber es gab ein paar Patches, ein paar Verbesserungen, was Fehler angeht und so ein, zwei Dinge, die man jetzt unwesentlich geändert hat. Aber wir müssen trotzdem mal schauen, ob das hier noch geht, wie das Spiel so weiter funktioniert. So, mittlerweile hat unsere Burg ja schon so einen ziemlichen Teil der Karte eingenommen. Die könnte eigentlich ruhig ein bisschen größer sein inzwischen. Hier wird friedlich gepennt. Ein paar sind hier noch am Schlemmen anscheinend. Um 2 Uhr nachts. Was ist hier los? Gut, es ist Sommer, aber... na gut. Warum noch nicht? Ist hier eigentlich mitten im Sommer der Ofen an? So, jetzt ist der Ofen aus, ihr Kinder. Haha. Versorgungstechnisch. Ja, die Lager müssten voll sein. Diese wachsen auch schon mal wieder Bäume, die kein Mensch gebrauchen kann. Hier wird aber auch genug. Was ist hier mit? So, Esselmund, direkt am frühen Morgen. Ja, Hunger, rein damit. Jawohl, so gehört sich das. So. Na, gerade mal schauen. Der Forschung hat mir eigentlich alles jetzt erfüllt, was es so gab. Ja. Hier müsste es auch mal wieder irgendwas Neues geben. Aber gut, die Entwickler sind jetzt so langsam dabei, wieder neue Ideen umzusetzen, wenn man so den Tagebüchern lesen kann. Aber das wird noch eine Weile dauern. Problem ist dann, wenn man mit dem Spiel so halbwegs durch ist, dann gibt es halt nicht mehr so viel Neues zu tun, außer halt Schönheitssachen zu machen. Also hier noch was bauen, da was bauen. Aber nichts mehr zu erforschen. Das fehlt halt dann leider so ein bisschen. Haben wir alles eingeteilt. Wie sieht es hier eigentlich aus? Odrik hier. Da haben wir auch mit Arbeit voll gekleistert. So, was war mit Sibyl eigentlich? Warum haben wir dir so viel Pausen gegeben? Ist eigentlich auch nicht nötig. Was soll da machen, was sie wollen? Bau. Könnte seine Tätigkeit immer ein bisschen verbessern vielleicht. Ist der denn eigentlich so hoch bei Bauern? Ja gut, 21, ne, aber die anderen müssen ja auch was dazulernen. Wenn immer nur einer baut, dann tun die das nicht. Wie sieht's denn hier aus? Ich hätte noch einer Winterkleidung? Oh Gott. David schläft. Wer ist denn wach? Esselmund war direkt hungrig. Er hat Sommerkleidung aus Leder an. Nee. Er hat Winterkleidung an. Ach nee, das bin Basibel. Sorry. Falsche Person angeklickt. Tut mir leid. Esselmund hat dich wieder mal verwechselt. Sieht auch Siebel so ähnlich. Nee, der hat Sommerkleidung an. Ja, dann. So, Evomir ist unten in der Küche und futtert. Der hat auch Sommerkleidung und Lionel ist auch schon tätig. Der hat noch Winterkleidung an. Müsste ihm nicht zu warm sein langsam mal? Wir haben 20 Grad draußen. Okay, wohl nicht. Was haben wir denn hier noch als Vorrat? Sommerkleidung aus Leinen, aus Leder. Dann geben wir den direkt mal Sommerkleidung. Haben wir denn hier noch? Auch Sommerkleidung. Sommerkleidung. Gut. Die können wir schon mal alle benutzen. So. Sind die eigentlich schon so früh wach? Okay, der Start
der Tag startet hier vor 6 bei Eomer. Ja, dafür ist er früh am Bett. Na, okay, okay. Was ist auch halbwegs Dings? Wir müssen hier mal umswitchen auf Sommer alle. Soweit es geht. Wer ist denn hier noch auf Winter? Brand schläft auch. Hat auch Wollkleidung noch an. Der riecht schön mollig dann. Nein, nicht ausziehen. Der soll Sommerkleidung. Der albern aus. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben ja auch einiges noch an Klamotten auf Vorrat. Wir haben noch gute Sommerkleidung. Hier noch was aus Leinen. Das können wir auch nehmen. Die müssten in den Truhen ja eigentlich auch noch was Zeug rumlegen. Hier ist noch Winterkleidung. Ja. Dann müssen wir vielleicht noch mal was Kleidung machen. Was haben wir hier? Sommerkleidung. So, nein, und hat sich schon mal ausgerüstet hier. So, müsste jetzt hitzetechnisch besser ausgerüstet sein, auf jeden Fall. So sieht unsere Siedlung aus. Ja, am liebsten würde ich die ganzen Holzgebäude ja mal ersetzen. Durch Stein. Unser Lager hier müsste auch mal anders bisschen größer werden. So, hier wird neu gebaut. Ja, hier können wir unsere, mal sehen, alles was Medizin ist, lagern, dann ist das mal an einem Ort. So. Macht ihr hier, ach, die macht die Fallen richtig wieder? Nee, oder? Ich hoffe. Man weiß es nicht, bei diesen Bewegungen zucke ich immer ein bisschen zusammen. Ach, hier liegt auch noch Zeug rum. Dritte Rüstung aus Eisen. Gut, die kann man recyceln, die ist Schrott. Haben wir da Recycle-Auftrag? Ja, haben wir. Und wir sind hier auch noch an einem Helm am Arbeiten und eine Kettenrüstung, okay? Kettenhelm macht da. Gut, jetzt macht er den, ne? So, und hier, der hat einen Buckler aus Metall. Er hat einen verstärkten Holzschild. Der gibt 25% Abwehr, 150 Trefferpunkte. Der hat weniger Trefferpunkte. Der hat einen Turmschild, der ist aber nicht mehr wirklich gut. Das ist ein verstärkter Holzschild, der ist noch besser. Interessant. Obwohl der eigentlich besser sein müsste. Wir geben auch noch ein Schild in Auftrag. Mal gucken. Normalerweise je nach Ausführung natürlich
verschiedene Trefferpunkte, aber Abwehr ist immer 25. Der verstärkt auch, hat aber mehr Trefferpunkte. Das ist der Runde, den einer hat. Okay. Mhm. Und da gibt es noch hier diese bunten Dinge alles. Weidenschild, das gibt's auch. Turmschild ist so das Maximum fast, oder? Und dann gibt es hier noch ein Eisenschild. Der hat aber auch nur eine Abwehr von 25. Normannenschild. Buckler mit auch 20. Was ist das hier? Der hat 50% Abwehrhöhe. Das ist ein geflochtenes Ding. Okay. Verstärkte Holzschild ist schon gar nicht so schlecht. Eisenschild hat halt nur mehr Trefferpunkte. Also geht nicht so schnell kaputt. Ein Goldschild ist einfach nur ja, wertvoll, das ist alles. Hm. Also verstärkte Holzschilde wären eigentlich ein guter Kompromiss. 25%, aber brauchen nicht so viel Material. Hm. So, mal gucken. Ah, läuft mal weiter. Die sehen Öfen größtenteils auch aus. Warum haben wir hier draußen einen? Was war das? So, hier ist unser Sammelpunkt. Ja, okay. Hier liegen Bücher draußen. Was ist denn hier los? Hallo? Des Wahnsinns? Was immer du vorhast, Audric. Tu die Bücher da ins Regal. Spinnt wohl. Unser Wissensgut. So, das haben wir gebaut, okay. Was jetzt auch neu ist, hier habe ich jedenfalls gelesen, man kann jetzt überall auch in jeder Werkstatt ein Bett bauen. Das habe ich mir aus Spaß hier immer in der Bibliothek gemacht, das geht. Also, wenn Brent hier zum Beispiel studiert, kann er den nächsten sich direkt auch dort ins Bett hauen. Ja, was für einen Sinn das macht, weiß ich jetzt auch nicht, aber ist so. Oh, der hat aber staubige Stiefel hier, hm? Oh, guck mal, das ist auch ein neuer Effekt, oder? Ist mir vorher noch nicht aufgefallen, dass die Staubwolken hinterlassen. Aber ja, gut, aber pff, was bringt so ein Bett in einer Werkstatt? Hm. Kann natürlich sein, also im Winter ist es vielleicht gar nicht mehr so praktisch, unpraktisch direkt zum Schmiedefeuer zu schlafen. Oder am Herd, hat man ja früher auch gemacht. War die wärmste Stelle im Haus. Und man hat natürlich das Glück, dass man weg von den Schnarchern ist, statt im Gemeinschaftsschlafraum. Ne? Und man könnte noch zur Not halt, wenn Neuankömmlinge kommen, schnell hier in irgendeine Werkstatt ein Bett reinstellen. Platz wäre hier zum Beispiel auch noch. Also, ja, gut. Hm. Hier fleißig geackert, wie es das gehört. So, die Bienen auch wunderbar. Funktioniert alles sehr schön. Und hier können wir nochmal einen Auftrag starten. Muss ich gerade sagen, und da geht schon wieder los. Angriff der Bergbanditen. Bergbanditen, okay. Sie erscheinen schweigend, die Augen hoch, die Haare wild, ranzig riechen und mit Blut besudelt, erkannte jeder Sumpftauen diese Plünderer als Meuchelmörder der tödlichsten Art. Sie waren bar jeder Vernunft und hatten nichts mehr zu verlieren. Bar jeder Vernunft, ja, könnten auch irgendwelche Fußball-Hooligans sein. Ja, was soll man machen? Was soll man da wohl gegen machen? Nichts, sie können nur kämpfen. Wir haben jetzt aber sehr viele gegen uns, oder? Alter!
4 Bogenschützen, 4 Marodeure, 3 schonungslose Marodeure, 3 wilde Marodeure und noch 3 bewegliche Bilde, was immer das jetzt wieder ist. Da bin ich jetzt nicht im Bilde drüber. Ja, guck mal, die haben eine hübsch bemalte Schilde. Das gibt es ja jetzt auch. Das kann man auch selber machen. Hier sind noch Hasis, die da rumhüpfen. Das sind so Waffen und Schilde mit Wappen versieht. Den Schild wird immer haben, das sieht hübsch aus. Den müssen wir den abnehmen, jetzt sei es mit Gewalt. Das sind Bogenschützen. Okay, und ach du Grüne. Die haben 3 Katapulte hier dabei. Ach, die kommen direkt von der Seite. Ach du Scheiße, haben ja gar keine Zeit zum Reagieren. Ui. Das ist jetzt so relativ schlecht, würde ich mal sagen. Oh Mann. So, Donald. Die Frage, wie weit die. Wie die laufen, ne? Stelle ich mal direkt da oben hin. Ihr, ihr werdet auch eingezogen, Freunde. Tut mir leid. Könnt ihr nur versuchen, eigentlich durchs Tor hier zu brechen. Stellt euch mal hier hin. Weise ruhen kann direkt hier auf die Mauer. Wenn ich dann anklicken könnte. So. Wo ist der Rest von unseren Lystrum-Truppe? Die sind hier unterwegs. Die sind hier. So, versammelt euch mal alle hier, damit ich euch mal im Auge hab. So. Sie will jetzt Unterhaltung genießen. Ja, die Unterhaltung ist jetzt hier, Leute. Die ist hier gerade frisch angekommen. Caldwell. Der weiß auch noch nicht, was ihm blüht. Die Frage, wie was die vorhaben. Eomer, den haben wir auch noch nicht irgendwie so richtig erreicht. Junge, hier ist was los. Ab auf die Mauer. Na, hier haben wir noch was nicht fertig gebaut. Super. Na gut, müssen wir sehen, wie wir jetzt hier klarkommen. Wir stellen erstmal hier alle in den Hof. Noch greifen die ja nicht an. Oh, das sind Pilze. Die Dinger müssen wir natürlich im Auge behalten. Die könnten natürlich unsere Mauern ganz schön beschädigen. So. Die will habe ich da angezogen, oder? So. Ist irgendeiner noch nicht angezogen? Brand natürlich, der hat wieder nichts mitgekriegt. Wir versammeln uns erstmal da und schauen mal, von wo die angreifen. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Ronald geht auf seinen Posten. Osgood versammelt sich auch hier. Leonard auch. So, dann haben wir hier noch Esselmund. Der ist noch nicht eingezogen. Und dann haben wir noch Lena. Lena. Gucken wir mal. Die setzen wir mal hier auf den Turm. Mal sehen, von welcher. Vielleicht gehen die auch hier rum. Und vom Turm hat sie eine gute Reichweite, die zu beschießen, hoffe ich mal. Und Dudley ist noch fröhlich da sein.
sein Spielchen am Spielen. Ah, für den habe ich so nichts, was jetzt Verteidigung angeht, oder? Haben wir noch irgendwo einen einfachen Schild rumliegen, dem ich ihn einfach geben kann? Hier wäre noch was. So, dann nehmen wir diesen Schild. Und dann haben wir den auch ausgerüstet, zumindest. Der kam als letztes hinzu. Dem habe ich halt noch nichts gegeben. So, mal sehen. Wo wollen die jetzt hin? Der geht erstmal dahin. So, da ist schon mal Sibyl bereit. So, unsere Truppe hat sich hier versammelt auf jeden Fall und wartet auf den Angriff. Donald ist hier oben. Kann diesen Bereich hier abdecken. Sibyl hat diesen. Hier oben fehlt noch. Ist Eomir da? Den stellen wir mal vielleicht hier ans Tor. Falls die hier auf das andere Tor wollen, dann haben wir da zumindest einen, der die aufhalten kann. Und Dudley sucht sich noch sein Schild. So. Wo ist Weiferon denn eigentlich? Sehe ich jetzt gar nicht. Hä? Ach, da. Okay. Wenn die von da alle kommen, dann stellen wir sie vielleicht. Ah, mal gucken. Ist nicht so genau, was sie vorhaben. Vielleicht auch hier oben auf die Mauer. Geht man hier auf die Mauer, um den Teil zu bewachen, falls hier ein Feind hoch will oder sich hier durchbricht. Damit dann Lena in Sicherheit ist. So, Sibi könnte jetzt den ersten unter Beschuss hier nehmen, ja. Macht sie auch. Lena ist noch unterwegs. Dudley richtet sich aus. Dann stellen wir Dudley auch hier hin. Hier zwei Kämpfer. Ach, guck mal, der hat jetzt auch ein. Wir haben jetzt auch Wappen auf unseren Schilden. Okay, das war mir neu. Ja, gut, die Textur hat man so drauf geklatscht, so ein bisschen, ne? Aber egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall Eomer mit dem stolzen Wappen unserer Stadt auf dem Schild. Aber achtet, blutrünstig den Feind. Soll er kommen, er wird ihn ordentlich einen über die Mütze geben. So. Lena kann von da oben. Vielleicht ein bisschen näher ran. Den schon mal auch ein bisschen Feuer geben hier. Das ist ein Bogenschütze. Nimm erstmal den. Kann Donald eingreifen? Ja. Wir haben natürlich das Problem hier mit diesen. Den Dingern hier. Ah, da muss auch immer eine Person drin sein, die bewacht oder benutzt. Okay. Das müssen wir uns vielleicht auch mal merken. Die laufen hier rum. Hey. So. Na komm. Greift sie den jetzt an? Ja. Oh, das ging flott. So. Haben wir hier. Oh, da ist ein Bogenschütze. Den nimmt es auf jeden Fall unter Feuer. Da sind die Fernkämpfer schon mal weg. Jawohl, guter Treffer. Wer war das? Donald. Also von der Seite scheint keiner zu kommen. Dann könnte man Donald auch hier ein bisschen näher an die Mauer stellen. Die wollen alle hier rum. Okay. Hier haben wir eigentlich schon aufgeräumt.
kann sich Lena dahin stellen. Noch Wölfe. Los, Wölfe, greift sie an! Ah, die sind noch alle relativ gut dabei. So, mal gucken. Ich könnte mir doch noch da abziehen. Stellen. Bei Bogenschützen haben die keine mehr. Die haben ihn weggeschossen. Die haben aber alle noch volle Trefferpunkte. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Sie müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Ich frage mich, ob Walve ruhen. Winifred. So, der ist in der Falle. Okay. Den kriege ich hier auch alleine weg. Wo rennt die hin? Hier. So, dann lassen wir mal alle hier platzieren. Ist der Winifred immer noch da unten? Okay, der hat eigentlich keine Chance da. Kann sie wieder die attackieren? Der ist gleich weg. Noch einmal in eine Falle tappen. Der ist tot, okay. Sievert steht vom Tor, aber das muss er erstmal überwinden. Die sind hier hinten rumgerannt. Was machen die vor? Hm, das ist ja merkwürdig, okay. Okay, Sibyl hat die eine schon mal erledigt. Jetzt kommt es aber, wird es ein bisschen schwierig hier. Ziehe ich besser wieder zurück. Da hinten kommen diese Typen angerannt. Die sind jetzt einmal hier rumgelaufen. Das ist ja, okay, die schießen hier mit den Katapulten weit auf unsere Hütte. Die haben auch ein bisschen Dach kaputt gemacht, okay. Na gut, wenn es nur das Dach ist, ist mir wurscht. So, der ist mir hier schön in die Falle gelaufen. Gucken, Hanald auch, natürlich. Jetzt ist er hängen geblieben.
So, jetzt kann Siebel den richtig schön unter Feuer nehmen hier. So, die sind eigentlich erledigt jetzt schon. Könnt ihr den hier unter Feuer nehmen? Oder ist das vom Winkel da schwierig? Kann sein. Der versucht hier noch die Tür kaputt zu machen. Na, da kommen die nicht dran, so wie der da steht, oder? Ja gut, er hat hier die komplette Truppe vor sich, dann soll er mal machen. So, dann geht ihr hier hin. So, der ist eigentlich schon so gut wie Matsch. Der Harnald. Oh, kein guter Tag heute. Oh. Ja, hau lieber ab. Hau lieber ab, mein Freund. Dunstan. Eigentlich könnten die zwei sich hier, Osgood und Odric, diesem Dunstan widmen. Der hat eh nicht mehr viele Lebenspunkte. Auf ihn mit Gebrüll und macht ihn alle. Ich habe die Schnauze voll jetzt. So, Osgood, gib's ihm. Jawohl. Sehr gut. Und nochmal. Zack. Oh, hat er die Rüstung zerschlagen mit seiner Axt. Sie schießt eben noch diesen Harnald hier. Sehr gut, sehr gut. Was ist mit dem Fuzzi hier? Könnte Hero mehr machen. Könnte Donald den von hier beschießen. So, was haben wir hier? Osgood, jawohl, du schaffst es. Noch einmal. Jawohl, Osgood, sehr gut. So, ihr schnappt euch diesen Typen jetzt. Nase voll. Ach, wie verfehlt die den? Komm, Osgood. Du bist gerade im Kampfrausch. Mach ihn weg. Jawohl. So. Jetzt haben wir noch einen Truthelm. Der will jetzt auch noch mal was. Soll er. Kommt hier wieder auf die Mauer. Wir können hier zusätzlich unterstützen. So, die Sieg, die belagerten Siedler wurden im Sommer des Jahres 1956 angegriffen. Die Tour dauerte 6 Stunden 58 Minuten. Ja, kam ja jetzt wie 12 Uhr. Zum Glück überlebten alle Siedler den Überfall. 11 Feinde starben während des Kampfes. Siebel Thorn war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Esselmund Eomir nahm die meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Sumpftauen der Stunde der Not zu verteidigen. Osgood Thorn wehrte die meisten Treffer ab, was vermerkt werden sollte. Einige Gebäude wurden zerstört. Natürlich, die Scheiterhaufen. Leute, was haben die nur mit diesem Scheiterhaufen für ein Problem? Komm, Brent, hier. Wir brauchen dann Unterstützung. Siebel schießt schon. Was macht Siebel? Nee, hier ist Siebel. So, der haut ab.
So, Brand kommt immer zu spät. So, erledigt. Den haben wir auch. Ja. Da ist wahrscheinlich noch einer entkommen, aber Isabella, der ist unser Angriff hier nicht gut bekommen. Esselmund hat aber ganz schön was abgekriegt. Eieiei. Plattenharnisch. Ui. Da haben wir auch schön Loot bekommen hier. Ein Metallschild solide. Den kann Oskar direkt nehmen. So, jetzt haben wir auch ein Metallschild. Haha. So, wir werden jetzt mal alle demobilisieren hier. Und der muss ins Bett hier. Der muss versorgt werden. Esselmund Aemir ist verletzt. Durchbohrten Arm, Beinmuskeln und der Magen. Oh. Oh. Magen ist nicht so gut. Oh, oh, oh. Heieiei, das ist nicht so gut. Hier liegen auch noch einige Leichen rum. Die wollen wir auch mal demobilisieren. Dass die immer auf meine Scheiterhaufen gehen, ich weiß nicht. Kann ihn irgendeiner ins Bett tragen oder so? Geht das? Nee. Kann ich nichts. Ja. Nicht auswählen. Nee, geht nicht. Die ist auch noch unter Waffen. Ja. Herr Burger. Und Brent. So. Können wir alle wieder zurück. Haben wir diese Fuzzis besiegt. Hier können wir auch noch ein paar Jagdaufträge vergeben. Hier gibt es ja einiges. Pilze sammeln. Baum wegmachen. So, wieder eine neue Aufgabe für morgen. Und wir müssen wieder Leichen verbrennen. Und neue Scheiterhaufen bauen. Oh. Der einzige Aufgabe war, glaube ich, als sie hier rumgelaufen sind, meine Scheiterhaufen kaputt zu machen. Was ist das für ein Unsinn? Ich, also, ja, gut. Solange sie das machen, ist natürlich auch gut, weil die sind dann berechenbar, unsere Feinde. Aber, was der Sinn da von dem Ganzen ist, weiß ich nicht. Ich kann auch hier einen Scheiterhaufen hinbauen. So. Kann Ihnen jemand mal helfen, Leute? Ja gut, die haben jetzt alle Hunger. Also Esselmund, den brauchst du morgen jetzt nicht großartig einplanen. Ihr solltet vielleicht mal ein bisschen mehr schlafen. Dann kann er sich auch erholen. Ja, hat auch gut gekämpft. Wir haben alle besiegt. Wunderbar. Ja, wir müssen dringend die Wunden versorgen auf jeden Fall. Wer ist denn dafür? Nicht, dass wir gerade den besten Arzt hier eigentlich ja, dafür genommen haben, der gerade verletzt ist. Da lief ein Problem. Er ist erschöpft, ja. So. Die haben ihre Sachen mal wieder einfach irgendwo hingeschmissen. Warum liegt hier ein Birkensetzling? Na, keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber das muss man sich hier auch nicht immer fragen. Warum die Leute hier irgendwas wohin schmeißen? Ne, wie kaputte Bäume hier. Wir haben Waffen wieder haben, okay. Jetzt haben die wieder alles liegen lassen. Das ist noch von vorigem Angriff. Ein Langschwert aus Stahl. Okay. Ein Langschwert. Na gut, das ist eine beidhändige Waffe, ne? Hm. Ja. Ja.
nicht so der Freund von. Bei tennigen Waffen hast du keine Verteidigung. Hm. Das Esselmund jetzt auch langsam geschafft. Leute, ihr seid nicht solidarisch. Wo sind eigentlich die Lichter nicht an? Haben wir keine Kerzen-Dinger? Ah, hier wird... Ah, die sind am Reparieren. Ja, ja, die hatten ja unser... Das war das Erste. Gut, Essen und Reparieren. Das finde eine gute Arbeitszeit. Ja, gut, da merke ich jetzt nicht rum. Das ist eine gute Arbeitseinstellung. Und die haben ein ganz schönes... Warum haben die gerade das Dach hier beschossen, frage ich mich. Da hat die mir einiges kaputt gemacht hier im scheiß Katapulten. Wäre besser gewesen, die hätten das Tor damit angegriffen, statt irgendein Dach zu beschießen. Also... Was ist mit Audrey los? Also die beste Taktik ist das jetzt nicht gerade gewesen, aber wozu sollten wir dann auch noch einen Kopf machen? Ist ja jetzt egal. Moment, wenn du hier schon rumrennen, kannst du auch gleich noch ein paar Pilze mitnehmen. Du bist hier gerade in der Nähe, Junge. So. Gut. Das Essen. Gut. Okay, der hat sich sein Essen verdient. Oh, sogar der Tisch ist beschädigt hier. Weil die durchs Dach geschossen haben. Ah, okay, die können hier natürlich einiges kaputt machen, diese Idioten. Und sowas. So. Zumindest am Schlafkompetenz. Finde ich eine gute Eigenschaft. Leinert hat sich echt in der Bibliothek hier im Büro aufs Bett geknallt, direkt. Okay, also ist doch nicht ganz unnütz, einfach ein Bett hinzubauen. Oh, Happy Birthday, Sibel! Sie hat einen neuen Vorteil erhalten. Streitsüchtig. Leg dich nicht mit Sibel an. Sowas. Als Belohnung für die Schlacht, oder was? Sehe ich das denn jetzt hier? Hitzeresistent. Und benachteiligt. Okay. Hat einen Silberblick. Dafür schießt du aber eigentlich ganz gut mit dem Bogen, muss man sagen. Siegreich, das gibt plus 8. Aha, ist auch nicht so schlecht dann. Aber wo ist denn das Neue, was sie da jetzt gekriegt hat? Hier nicht. Sehe ich jetzt hier nicht. Müsst ihr dann hier auftauchen, normalerweise als Vorteil. Aber vielleicht kommt das noch. Oder zum nächsten Tag. Keine Ahnung. So. So, jetzt schlaft euch mal alle aus. Eigentlich müsst ihr ja erst nur mal geheilt werden von irgendjemand. Ihren Nasen. Oh, Audrey geht's auch gut. Also alleine pennt ihr einfach. So gut. Mitten in den Büchern. Ja, es gibt ja genug Leute, die davon träumen, in der Bibliothek zu schlafen oder so. Und deshalb von daher, ja, ist auch nicht der hellste, aber gut, der robusteste dafür. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, er ist irgendwann verletzt. Sonst noch irgendwann was abgekriegt? Nee, also Esselmund war wirklich derjenige, der am meisten abgekriegt hat. Okay. So, mein Gott. Das war ja wieder ein Angriff hier. Also mittlerweile häufen sich hier die Leichenteile und die Hinterlassenschaften. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Hier haben wir nochmal einen guten Metallschild. Ein Turmschild ist aber relativ Schrott. Wir können dann alles mal mitnehmen. Kann man ja auch recyceln. Der ist leider auch nicht mehr so der Beste hier. Schade eigentlich. Oh, Pilze. Vielleicht werden die aber geerntet, man weiß es nicht. So, was haben wir hier noch bekommen? Winterkleidung, Kettenrüstung, ein was? Moment. Eine Wolfskopfbedeckung, solide. Und Pilze.
denn eine Wolfskopfbedeckung? Das ist wahrscheinlich nur eine Mütze, vermute ich mal. Ah. Ich will das mal sehen. Das scheint mir nur sowas wie eine Mütze, eine Kappe zu sein, aber ist im Sommer vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Und wenn wir nicht angegriffen werden, braucht Donald eigentlich auch nicht unbedingt einen Helm. Wir stehen ja immer unter Rüstung, aber eine schwere Rüstung macht ja ziemlich auch langsam, weil die ja auch vom Gewicht her ja schleppen müssen. Gucken wir mal, wie das aussieht. Okay, also ist Donald jetzt der mit dem Bolzkopf. So lustig. So, dann kannst du die ins Lager bringen. Lustig. Ja, das lasse ich mal für den Sommer. Wenn nicht wieder irgendwann jemand angreift, dann können wir ihm ja einen neuen Helm geben, aber das kann er mal so rumlaufen. Ist ja lustig. Ja, dann haben wir jetzt den Wolfskopf und den Hirschkopf hier rumlaufen. Warum auch nicht? So, was hat der hier alles liegen lassen? Eine Kettenhaube aus Stahl. Oh. Rüstungswert 5,13%. Hm. Nochmal Pilze. Klein, ja, Holzbuckler, der ist Schrott, der Dolch auch. Die kann man alle recyceln, diese Sachen. Eine Haube aus Stahl ist das. Die hat aber die großen Teile der Trefferpunkte weg. Also würde jetzt nicht viel Rüstung bringen wahrscheinlich. Wenn ich das Ding hier Lena geben würde, wahrscheinlich nicht viel ausmachen. So, hier wird repariert. Sehr schön. Ein Kriegsbogen, okay. Das ist auch nur Schrott eigentlich. Die sind alle so ziemlich runtergeranzt hier. Was ist das für ein Ding? Eine Stoffkapuze. Oh, lustig. Kann man aber auch nicht verwenden. Die ist mir zu kaputt eigentlich. Die ist schon schnell. Hier haben wir noch einen schwachen Kriegsbogen. Ist auch nicht so das allerbeste an Ausrüstung, was die Typen hatten. Also immer von denen erwarten. Gut, der Streitkolben hier scheint nicht schlecht zu sein. Dann haben wir hier ein Holznormannenschild, das war auch relativ kaputt. Und Plattenharnisch. Wer ist sich mit einem Streitkolben unterwegs? Eomer, ne? Ist hier am Reparieren. Der ist solide. 3,75 Schaden pro Sekunde. Der könnte besser sein. Dann geben wir das Ding vielleicht mal Eomer. Der hat dann eine Stahlwaffe, ein bisschen besser ist, hoffe ich doch mal. Die Stoffkapuze hier. Ist auch schon ziemlich kaputt. Ah, der Schild leider auch. Das Ding kann man recyceln. Stahlplattenharnisch,
So, Wölfchen Donalds. Okay. Hier wieder den Langbogen. Ja. Das Ding ist besser, als sie hat. Mal. Das lohnt sich hier nicht so wirklich. So, guck mal, was Egomer hier macht. Stahlkolben aus Stahl, der macht 2,41 Schaden. Wenn er den nimmt, 2,45 Schaden. Okay. Dann ist der, den er da hat, besser. Dann hat er hier einen Turmschild. Oh, der ist schon ziemlich kaputt. Hm. Na. Der hat 16, der hat 23 Punkte. Ist ein Hupf wie gesprungen, ne? Jetzt eh bald hin. Hm. So, was ist das hier? Plattenharnisch aus Eisen? Was würde das? Sie hat eine Rüstung aus Leder. Hm. Ist das der beste Schild, den wir hier so gefunden haben? Die Kettenhaube aus Stahl. Die ist auch nicht besser als das, was er jetzt hat, oder? Weil die schon so runterreißt, ne? Und die ist auch, die ist schwach. Das ist keine von guter Qualität. Auch der Harnisch aus Eisen schon. Große Wirkung auf Bewegungstempo. Hm. Könnt ihr diesen Schild nehmen. So, und dann hat er seinen schon fast kaputten Turmschild damit ausgewechselt. Dann kann er wieder sein Tagewerk nachgehen. Dann mal gucken. Lionet ist mit einem Flegel ausgerüstet und einem Buckler. Und eine schwache Lederrüstung. Hm. Die geht eigentlich noch. Der könnte hier die Kettenrüstung aus Eisen nehmen. Dann wäre ja auch besser bewaffnet, besser geschützt. So, ja, Körperrüstungswert verdoppelt damit. So. Wer jetzt wieder den Plattenharnisch nimmt, nur mal zum Ausprobieren. Wie sieht das aus? Oh, sieht aus wie ein richtiger Ritter hier. Holla. Jetzt hat er 22% Körperrüstung. Mhm. Es geht aber auch dementsprechend langsamer. Hm. Dann ziehen wir wieder deine Kettenrüstung aus Eisen an. Weil wenn er hier langsam rumläuft, bringt mir das nichts. Na, hallo? Das kann man alles recyceln. Und dann bringen das mal zum Lagerplatz.
Den Harnisch werden wir auf jeden Fall uns irgendwo einlagern und einsacken. Bevor der nächste Kampf kommt, könnten wir uns den dann anziehen. So denke ich mir das. Wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Weil der muss ja nicht ständig mit der schweren Rüstung hier rumrennen. Das ist ja Unsinn. Das ist ja nur eine Belastung für ihn. Waffenständer können wir auch nochmal einbauen. Aber nicht so. Hierhin, okay. Und hier, Winterkleidung ist Leder und Rot, okay. Okay. Und sagt, dann kommen jetzt einiges hier. Zeug rum. Das ist noch ein Metallschild, der ist aber auch nicht mehr so der allerbeste. Ja, schade. Baut mal einer hier einen Scheiterhaufen weiter, Freunde. Gibt nichts Schöneres als Scheiterhaufen hier. Die alfige Rippe hier rum, ey. Hm. Hier liegt auch noch Zeug. Große Knüppel. Den Esselmund aus jetzt inzwischen. Moderate Verletzung. Hat aber immer noch einiges an Malus. Ja, geht auch nicht mehr so schnell, klar. Da ist er wieder, der Hirschkönig, jawohl. Und dann haben wir noch den Wolfskönig hier, der betet gerade. So, Honig. Bienenwachshaufen haben wir jetzt. Er wird repariert. Aber auch ist die Mauer kaputt. Okay. Wo geht sie jetzt hin? Kann sie nicht den Scheiterhaufen bauen? Keiner will die unangenehmen Arbeiten machen, ich weiß. Aber die müssen auch getan werden. Wir müssen mal wieder ein bisschen jagen. Was ist das hier? Wilde Gerste wächst hier. Oh, cool. Können wir einfach mal abernten. Sehr viel Pilze jetzt hier. Es ist anscheinend Pilzsaison, Freunde. Es gibt ja längst viel Pilzsuppe. Hier sind noch Zeug, das man abernten könnte hier. Hm. Gebaut wird auch. Oh. Das ist alles Essig. Ich glaube, Essig müssen wir nicht mehr wirklich machen. Honigwein machen wir jetzt. Ja, lecker, lecker. Lecker Honigwein. Bin ich mal gespannt, wie der reinballert hier. Ich bin noch trunken vor Glück. Trunken vor Glück unterwegs. Machen wir es hoffen. Hier wird auch Honigwein fermentiert. Sehr schön. Machen wir mal ein bisschen mehr. Danach können wir normales Bier machen. Wir dürften genug Gerste jetzt zusammen haben. Apfelwein können wir nicht machen, weil wir keine Äpfel haben. Ah, Gerste fehlt doch ein bisschen was. Okay. Was wird hier gemacht? Hier wird normales Bier gebraut. Später und dann der Honigwein. Okay. Das hier, das ist nur Gras. Sind eigentlich jetzt alles repariert hier, die Dächer? Nee. Bom. Doch, die sind dran, wie das aussieht. Die reparieren jetzt hier mal die Innenausstattung wieder. Die Kerzen sind aus. Ah.
muss einiges repariert werden. Ne? Aber man kann trotzdem hier sich hinsetzen und ein bisschen was essen. Jawohl. Warum nicht? Hier ist es alles dunkel, weil keiner die Kerzen anmacht. Wo wir Wachs da haben. Ah ja, guck, jetzt werden hier die Stühle repariert. So, Obstbäume haben wir hier keine. Die gibt es nur, wenn man ein neues Spiel startet. Das ist in den Safe Games, wie wir die hier das haben, leider nicht möglich, das einzubauen. Ah, das gefällt mir aber nicht, dass hier so viele Wölfe rumlaufen. So ist unser Scheiterhaufen jetzt mal an, Freunde. Wir müssen mal wieder ein paar Leichen produzieren hier. Auch wenn sich das hier komisch anhört. Und die Fallen hier auch erneuern natürlich. So, nachdem wir diesen Angriff überstanden haben und hier alles repariert ist, können wir uns hier nochmal anderen Sachen widmen. Und vielleicht diese Gebäude hier langsam mal durch Steingebäude ersetzen und ein bisschen ein größeres Lager noch bauen. Weil das ist mir alles zu wenig hier. Also man braucht hier wirklich ein großes Lager im Grunde. Sonst kann man hier jetzt drüber laufen, interessanterweise. Und das hier ja, wird auch nicht so intensiv genutzt, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Räucherfleisch haben wir sehr viel hier, okay. Sehr schön. Essen haben genug. Ich habe gar keinen Händler diesmal ist vorbeigekommen. So, innen scheint langsam alles wieder repariert zu sein. Nee, mal wieder Licht machen, Freunde. Was ist denn hier los? Mund immer noch mal angeschlagen. Aber es geht. Es ist nur noch gering alles. Hauptsache der Magen ist bald wieder gesund. So. Kaputt Magen. Kann man leider hier nichts anfangen. So. Gucken wir mal. Ja. Also zumindest wehrhaft ist unser Ort. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Da kommt keiner gegen durch. Auch mit 3 Katapulten nicht. Auch wenn wir jetzt was eingesteckt haben. Aber ja, der Gegner hatte ein bisschen mehr eingesteckt. Also das funktioniert. Hier laufen die Hasis rum. Die müsste mal einer jagen, Freunde. So, und wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen und vielleicht hier nochmal gucken. Wenn einer hier vom Tor ist, dass man den besser von der Seite hier beschießen kann oder von der Seite vielleicht hier so einen Überhang bauen. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee, das hier ein bisschen noch da zu ziehen. Dann kann man hier auch reinschießen, weil da ist es wohl... Der muss dann hier stehen. Wenn er da steht, kommt man nicht mehr ran mit dem Bogen. Könnte aber sein, dass man hier so vom Winkel her das kann. Und wenn wir alles mit Bogenschützen abdecken können, sind wir eigentlich so gut wie safe. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel machen im Spiel. Die sind ein bisschen, das müsste man in der Vollversion vielleicht nochmal überdenken, wenn die raus ist, die Bogenschützen vielleicht einen Tacken schwächer zu machen oder so. Weil im Grunde würde es fast schon eigentlich nicht, setzt hier alles nur mit Bogenschützen und dann ist eigentlich alles gelaufen. Dann kann mir kein, also kein Angriff mehr was. Kann es auch nicht so ganz sein von der Balance. Das wäre so ein bisschen zu einfach. Obwohl es eine coole Taktik ist, ne? Weil die ganzen Kämpfer mit Schwert und Schild und so im Grunde, ne, muss ich da gar nicht so viel Gedanken drauf verschwenden. Aber sollte eigentlich nicht so sein. So, 16 hier lustiges. Karotten. Weil die sehen auch ein bisschen anders aus früher, oder? Habe ich das Gefühl? Die Karotten, ja, gut. Dann war es das hier wieder mal in Sumpftown. Wir haben uns mal wieder gewehrt gegen einen Angriff.
der Bergräuber. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie es hier wieder weitergeht. In Sumpftown, in Going Medieval. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.